Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Thomas Hafen, zertifizierter Börsenhändler der Börse Frankfurt. Und es gibt glücklicherweise noch bessere Bewegungen als im DAX, und zwar in den US-Märkten. Der Nasdaq macht's vor. Wir sind nicht hier irgendwie in einer Seitwärtsbewegung gefangen, sondern sind auf dem neuen Ausbruchsniveau unterwegs und haben jetzt auch endlich die 17.800 Punkte überschritten. Das wahnsinnig weit entfernte Kursziel sei mal dahingestellt. Schauen wir aber, was denn vielleicht kurzfristig realistischer sein könnte. Und das wäre etwa die 18.300 Punkte Marke. So, die haben wir ja noch nicht erreicht, aber die könnten jetzt natürlich mit dieser laufenden Bewegung erreicht werden. Erst unter 17.8 wird es auf der Unterseite interessanter. Im Übergeordneten sind aber die 17.000 Punkte sehr gut unterstützend. Dementsprechend hier alles long. Und schauen wir mal, was der Dow Jones macht. Der Dow Jones ist da ein bisschen gemächlicher unterwegs, aber auch er kratzt wieder am Allzeithoch. Es ist ja einfach eine Riesenfreude, das die ganze Zeit mit anzusehen. Und tja, hoffentlich kommt jetzt endlich mal der entscheidende Schlag auf die 39.000-Punkte-Marke. Denn es ist bislang hier auch so ein bisschen Gekrebse, was natürlich longmäßig alles in Ordnung ist. Und es geht halt stetig nach oben. Aber so für denjenigen, der auf diese 2-3 Prozentpunkte-Bewegung im Index wartet, sich diese wünscht, ist halt eher mau. S&P 500, auch hier die magische 5.000-Punkte-Marke ist erklommen. Die 5.100 sind hier noch offen. Alles über 4.800 Punkte ist long, insbesondere dann eben 4,7 und gar übergeordnet ist die Welt sogar noch über 4.600 Punkte in Ordnung. Das heißt fast 10% Puffer, selbst für den S&P, wo er nach unten noch korrigieren könnte und das bullische Bild nicht ansatzweise angekratzt werden würde. Somit sind alle Indizes immer noch nach wie vor long. Hier sieht's US-mäßig auf jeden Fall deutlich besser aus. Heißt, wer interessantere Bewegungsmuster sucht, sollte auf jeden Fall eher an den US-Märkten traden statt am DAX. Und dementsprechend wünsche ich euch gute Handelsentscheidungen. Bis bald, macht's gut. Tschüss.